Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Channel. Heute spielen wir Minecraft und ich habe mir das lange überlegt, ob ich Minecraft überhaupt Let's Playen soll. Vor 5 Jahren hatte man gesagt, Minecraft kann man nicht Let's Playen und so. Und ich habe mir gedacht, komm, versuch's doch auch einfach mal. Es ist mal ein Versuch wert. Und ich werde das jetzt auch Let's Playen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt auf so einige Folgen kommen. Und es wird jetzt in nächster Zeit, jetzt also in den nächsten Tagen, Wochen, wird jetzt sehr viel kommen vom Let's Play, weil ich habe jetzt momentan Urlaub und danach fange ich eine Ausbildung an und da habe ich das Problem, dass ich dann halt ein bisschen beschränkt bin, wenn ich in der Ausbildung bin, dass ich dann nicht mehr Zeit habe, irgendwas hochzuladen. Deshalb werde ich jetzt einfach mal ein bisschen losdüsen und wir spielen einfach mal das stinknormale Minecraft in der 1.8, wie man hier sieht. Copyright Mojang AB Do Not Distribute. So, Cola than Spock. Spock, ne? Der mit den Vulkanohren, oder? Gut, wir gehen jetzt erstmal auf Singleplayer. Wir haben jetzt hier auch schon eine Let's Play-Welt, habe ich mir erstellt. Da können wir einfach mal raufgehen. Ich habe hier natürlich noch andere Welten, die ich mir auch erstellt habe. Das ist meine Hauptwelt hier. Die habe ich schon seit 2013, schon sehr lange. Und wir gehen aber auf die neue Welt, die ich dieses Jahr auch erstellt habe, die ich vorhin gerade erstellt habe. Und ich muss sagen, das ist schon, ich glaube, der 4. Anlauf, dass ich jetzt versuche aufzunehmen. Und wir lassen erstmal alles generieren. Und ich finde, die Maus ist bei mir irgendwie viel zu schnell eingestellt. Einen Moment. Ja, ich glaube, das ist Generierung. Die Welt muss jetzt erstmal hier alles generieren, laden. Und wir haben jetzt auch schon hier unsere Bäume und die weite See. Und da hinten ist eine Insel. Das sieht schon mal sehr schön aus. Das sieht sehr schön aus. Hui. Ich glaube, hier können wir unser erstes Haus bauen, oder nicht? Also, ich finde es hier super. Ich habe mir die Welt davor schon so ein bisschen angeschaut. Ich habe natürlich, das muss ich natürlich auch nochmal sagen, Generierungsprobleme momentan mit diesem Computer. Ich werde mir auch noch später einen besseren Computer anlegen. Das kommt aber noch alles. Erstmal will ich den hier ausnutzen. Das ist ein Laptop. Also ganz einfach gehalten, kann ich überall mit hinnehmen, kann ich aufnehmen, so. Ich wollte einen Steincomputer selber zusammenbauen und das kommt dann noch, aber das ist jetzt alles noch alles wirklich, da wollte ich mich jetzt noch nicht befassen damit. Und ich würde einfach mal sagen, wir fällen die ersten Bäume hier und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das hier abläuft. Ich werde natürlich auch noch eine Playlist in den nächsten Folgen währenddessen laufen lassen. Das muss sein, weil es sollte nicht so still sein, wie es jetzt ist. Und ich kann jetzt gerade nicht wechseln, da ich im Vollbild bin. Ich wüsste nicht, was die Aufnahme macht, wenn ich jetzt einfach mal kurz auf den Vollbildmodus gehe. Und einfach mal eine Musik-Playlist anmachen. Dazu wird natürlich auch sein, dass die Playlist von Minecraft also auf YouTube läuft. Keine Spotify-Playlist. Aus bestimmten Gründen, die ich hier jetzt nicht nennen möchte. Ich kann Spotify haben. das auch, aber es kann sein, dass da währenddessen Werbung läuft. Ich muss das dann natürlich rausschneiden, deshalb ich vielleicht ein paar Cuts machen, so ein bisschen. Wegen dieser Werbung einfach mal, weil das ist jetzt das einzigste Problem, was ich jetzt so momentan habe. Die Werbung einfach mal in der Playlist, aber jetzt mache ich mir noch keine großen Sorgen. Jetzt müssen wir erstmal vorankommen hier, ein paar Bäume fällen und mal ein bisschen an Holz kommen. Und es wird Nacht. Wir sind gezwungen, oder? Nee. Oh, ich habe schon gedacht. Nee, wir müssen uns noch nicht drum kümmern. Da liegen schon ein paar Saplings. Wir fällen hier einfach mal weiter die Birke. Und, ich bin dabei so ein bisschen skeptisch. Ich habe natürlich versucht, ich hatte die erste Folge im Eigenschaft schon hochgeladen.
Aber ich hatte das Problem, dass die weiteren Folgen, die ich hochgeladen habe, also ich muss jetzt vollkommen Neuanfang machen. Die letzten Folgen Minecraft, also habe ich aufgenommen, sind mir verloren gegangen, sind mir wirklich ganz kaputt gegangen, ganz komisch. Also ich habe keinen Plan. Ich wollte die nur auf 1000 Pixel, 1080 Pixel rendern und auf 60 FPS schneiden. Also schneiden, rendern, ne? Aufnehmen. Aber irgendwie hat das dann doch nicht so ganz geklappt. Deshalb werden jetzt die ersten Folgen auf 720 Pixeln HD in HD rauskommen. 720 Pixel ist ja auch HD und vielleicht können wir irgendwann auf 4K umsteigen. 4000. Das glaube ich aber eher nicht. Das glaube ich nicht. Da bin ich sehr skeptisch. So, die fliegt da, die hat sich da hochgeklettert. Die fliegt da ja fast. Wir könnten das Mob mal angreifen. I, 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 hau ab, 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 hau ab. Alter, die viele Leben. Ah, String. String, String, String. Super. Okay, ich habe mir natürlich auch einen schönen Tag ausgewählt, wo ich jetzt aufnehme. Der heißeste Tag der Woche oder die heißeste Woche. Mit 30 Grad haben wir hier oben im Norden. Es ist schon was. Also, liebe Leute, Zuschauer aus Österreich, ich kenne ja so einige. Nicht Zuschauer, aber ich habe das schon gesehen unter den Analytics da. Wer da so zuschaut, Schweiz, Italien waren da, ich glaube, 2 Personen, 8 Personen aus Österreich und der Rest aus Deutschland. Und ich habe hier oben im Norddeutschland sehr schönes Wetter, aber die Sonne knallt mir richtig auf den Rücken. Ich wäre eigentlich beim Überlegen, ob ich mir so einen nassen Lappen irgendwie über die Schulter so lege. Das würde vielleicht sogar ein Weilchen helfen. Ne? Ich weiß ja nicht. Es ist ja schon hier warm, richtig warm. Außerdem bin ich hier oben im ersten Stock. Das heißt mit einer Schräge, Neubauschräge. Und da knallt die Sonne natürlich auch auf und dann wird es hier oben richtig warm. Und der Computer überlastet natürlich dann auch schnell und wird dann auch so warm. Und habe ich mir einen schönen Zeitpunkt zum Aufnehmen ausgesucht. Das ist super. Ne? Ja, ich werde Spaß haben hier jetzt die nächsten Stunden. So, ich werde natürlich auch auf die Uhr schauen. Die Folgen, nochmal zu den Folgen, die werden im Viertelstundentakt rauskommen. Das heißt, Viertelstunde jeden Tag. Davon jetzt momentan die ersten 5 Wochen, die jetzt kommen, mehrere Folgen. Jeden Tag mehrere Folgen. 3 bis 5 Folgen sogar am Tag. Das muss so sein, da ich mich jetzt wirklich mal ein bisschen ranhalten muss. Weil ich sonst irgendwann keine Zeit mehr habe und dann kann ich nur gelegentlich. Deshalb genieße ich das jetzt nochmal, jeden Tag ein paar Folgen rauszuhauen. Und ja, dann werde ich auch richtige Videozeiten irgendwann festlegen, wann ein Video kommt und wie das mit dem Let's Play ist. Da muss ich mir noch Gedanken machen. Und zu den Thumbnails muss ich auch nochmal was sagen. Momentan sind die Thumbnails alle Schwarzbild, ja. Schwarzbild-Thumbnails, das ist nicht so schön, aber ich kreiere die ganzen Thumbnails noch und brauche ich jetzt ein bisschen mehr Zeit und deshalb wollte ich jetzt erstmal ein bisschen aufnehmen und dann die Folgen raushauen. Das würde sich dann ganz gut machen, wenn ich die Thumbnails einfach mal ein bisschen später mache. Wenn ich jetzt erstmal aufnehme, raushaue und die Thumbnails später raushaue. Außerdem habe ich da ein kleines Problem. Ich habe mir hier so ein paar Maße aufgeschrieben von den Thumbnails. Mir wurde sogar eine empfohlen. Ja, von jemandem habe ich so ein bisschen auf YouTube rumgefragt, da wäre 300 mal 180 Pixel. Und das Ding ist, ich habe die auch so schon gerendert. Also ich weiß nicht, ob man die rendern kann. Speichert auf jeden Fall. Das Bild mit dem Adobe Photoshop und Adobe, sage ich, Adobe Photoshop. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gerendert. Dann habe ich versucht, bei einem Video kurzzeitig so einzufügen. Ich habe Schwarzbild. Ich kann nicht sehen, dass da steht Minecraft 001 und so. Kann mir da jemand irgendwie helfen, wenn ihr das jetzt seht? Also, kann mir da jemand irgendwie helfen? Das wäre nämlich sehr nett. Dann würden die Thumbnails wirklich dann dauerhaft rauskommen, ne?
Aber jetzt, da ich erstmal ein Problem habe und ich muss mich jetzt ein bisschen spucken muss mit den Folgen und so, und habe ich natürlich auch keine Zeit für die Thumbnails. Und ja, so ist das. Ja. So, huch, was mache ich denn hier? Mit meiner neuen Maus hier habe ich alles kaputt gemacht. So, 64 schon mal ein Stack voll und 41 schon mal, oh. Also wir haben Holz. Wir haben auf jeden Fall Holz für eine schöne Hütte. Tja. Achso, was ich noch zu den Folgen sagen muss, ist, dass die Folgen an sich keinen Anfang, also keine Begrüßung und kein Ende haben. Die laufen einfach durch. Wenn ich meine Aufnahmepause mache nach 10 Folgen, dann ist das so, dann mache ich die halt, dann sage ich Tschüss und dann sage ich bei der nächsten Folge Hallo und sowas, ne? Aber sonst werden die Folgen einfach so durchlaufen. Ihr habt immer was zu sehen und es ist auch für mich einfacher, wenn ich nicht sagen muss, hier kommen Viertelstunde, 20 Minuten Folgen, da muss ich jetzt anfangen, schönen Anfang machen, schönes Ende oder so. Ist doch eigentlich ein bisschen einfacher, wenn ich das einfach durchlaufen lasse, wie beim Diversity Let's Play oder was ich auch noch zum Teil gemacht habe beim The Forest Let's Play. Na, das waren ja auch noch Zeiten, wo das massiv geleckt hat und so. Jetzt nehme ich hier mit minimal 30 FPS auf, also läuft schon alles. Ich habe nur halt diese Generierungsprobleme, ne? Aber ich würde sagen, lass uns auch mal auf ein anderes Thema kommen. Diese FPS-Zahl, diese Videos so. Ich habe euch jetzt so ein bisschen ein paar Informationen gegeben, zu allem, wie das hier abläuft. Und jetzt wollen wir mal richtig spielen hier. Wir machen uns gleich auch die ganzen Tools. Und dann können wir auch mal uns ein Thema ansprechen, was so ein Thema überlegen, was wir uns ansprechen wollen. Also einfach mal, ne? Einfach mal gucken. So, wir haben jetzt hier natürlich noch Bäume, aber die müssen jetzt nicht alle weg. Uah. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt, genau, das ist doch super hier, gleich zwei. So, da haben wir eine Werkbank. Und der Rest aus dies. So, wir machen uns jetzt einfach mal die nötigen Tools. Ihr könnt ja sehen, auch für Anfänger sehr interessant, na, wie das hier alles funktioniert. So, jetzt machen wir das so. Einmal eine so. Einmal eine so. Ach so, Inventar. Es gibt natürlich auch die Erfolge und Achievements. Die haben wir hier. Ja, wir haben hier schon so ein bisschen was. Also, na, müssen wir jetzt nur noch. Also es gibt natürlich noch am Anfang Erfolge, aber die sind jetzt hier irgendwie ein bisschen kaputt. Macht aber nichts. So, und natürlich nehme ich auch ein Schwert. Für aggressive Leute, die hier in der Umgebung sind. Die gibt es nämlich hier leider ein bisschen öfter. So, und wir graben uns jetzt erstmal hier runter. Oh, ein Flint schon. Gleich ein Flint. Super. So, dort tun wir ja hier so. Dirt tun wir wieder nach oben hin. Dirt, dirt, dirt. Dirt, bird, nerd. So, und dann läuft das hier auch schon. Mit hier unten Kies. Das macht es natürlich alles nicht mehr einfacher, weil das alles runterfällt. Wie man sieht, da sieht man, das fällt alles runter. Bleibt es bis zur Decke hier übrig. Aber ich würde sagen, das reicht auch erstmal fürs Erste. Wir brauchen jetzt. Oh, nee, bitte. Ja, okay, deshalb der Kies. Ja, deshalb der Kies. Können wir das stopfen hier? So, das ist natürlich auch blöd. Also, wir werden sie erstmal ein Drecksloch zusammen rütteln hier. Das muss sein. Die Werkbank nehme ich nach unten. Eigentlich haben wir hier ganz gute freie Sicht. Hier haben wir keine aggressiven Mobs. Ich möchte schon gerne unten eine Kiste haben, damit wir nicht irgendwie hier. Also ich zeig mal, wie man eine Kiste macht. Das können wir mit irgendeinem Holz machen. Es gibt ja verschiedene Holzarten, können wir mit jedem Holz machen eigentlich. Also ist egal. Wir brauchen aber jetzt erstmal hier die Axt und das Schwert aus Holz. Ohne den geht's nicht weiter. Ohne den geht es nicht weiter, meine Damen und Herren. Das muss ich schon mal ansprechen hier. So, das kleine hier, das Karteikettchen kann ich wieder wegtun. Huch.
Ah, wir sind gleich tot. Was sind das? Ih, Baby-Zombie. Das ist ja unfair zu zweit. Oh mein Gott, wir müssen ja erstmal essen hier. Scheiße, zwei Herzen nur noch. Müssen wir jetzt so essen? Na komm, generier dich. So, das Stück auch nochmal und dann fällen wir einfach mal den Baum hier weiter als wer. Ah, was? Die spawnen ganz selten. Die spawnen ganz selten. Das ist aber ein bisschen verpackt hier. Alter. Oh, ja. Alter, wo kommt denn? Habt ihr das gesehen? Ein Hühnchen. Das war ein Hühnchen. Ein Babyhühnchen. Also ein Baby-Zombie auf ein Hühnchen, nur ein bisschen verpackt innen drin. Sowas spawnt ganz selten. Ich bin irgendwie ein bisschen stolz auf mich, dass ich das schon in der ersten Folge hier erleben darf. Da läuft ein Enderman. Der kann uns aber jetzt auch erstmal egal sein. Oh, wir werden da sterben. Wir brauchen unbedingt Schafe, damit wir uns Wolle machen können, damit wir uns endlich ein Bett machen können. Oh shit, gibt's denn hier nichts? Null, keine Schafe, kein nichts. Oh, wir haben schon Mitte der Nacht erreicht, also lange bis zum Morgen kannst du mehr dauern. Hast du irgendwas am Strand gehört? Nee, ich lass mich schon wieder. Oh, geil. Habt ihr das gesehen? Das war eben Bug. Gleich in der ersten Folge wieder einen Bug entdecken. So, ich möchte das Hühnchen eigentlich mal kochen, aber da müssen wir mal... Ah, ich glaube, wir sollen uns mal ums Essen kümmern hier. Da geht's uns nämlich... Oh, nee. Da hinten komme ich nicht mehr hin. Was? Ja, ist klar. Ja, ja. Bleib fern von mir, bleib fern von mir. Du bleibst fern von mir. Oh, Essen. So können wir auch unsere Leben auftanken. Ich möchte das Skelett nur nicht aufwecken, die haben Bogen und Pfeil. Auch nicht schön. Das gibt's nicht. Essen, essen, essen. Das ist ein Villager-Zombie, die haben noch eine Nase wie ein Villager und Augen. Schön, da tanken unsere Leben einfach mal wieder auf. Wir haben natürlich den Hungereffekt. Das ist ganz normal. Ist hier noch irgendjemand? Sonst würde ich einfach mal weiterfahren. Ich finde das Skelett da ein bisschen... Ah, das wird auch den Tag überleben, weil es im Wasser ist. Da sind die nämlich brandgeschützt. Weißt du? Die können die Monster, Zombies und Skelette verbrennen am Tag und die sind jetzt einfach mal brandgeschützt hier. So. Alter. Da hinten ein Skelett. Mit dem Wasser. Hä, ist das? Das despawnt. Jetzt können wir also wieder an unser... Wenn da nicht noch Leute drin sind, die ein bisschen falsch da sind. Nee. Okay, wir müssen jetzt erstmal, also die Nacht überleben. Wir würden wir nicht länger überleben. Ich würde sagen... Unser kleiner Kiesbunker hier. Geht jetzt mal so ein bisschen weiter runter auf Entdeckungsreise. Und natürlich fällt das ganze Kies runter, ja. So, wir brauchen Steine, damit wir auch auf Steintools greifen können. Ja, vier. So, klappt ja super. Wir haben natürlich auch Diorit, Underseed. Alle Gesteinsarten, die in der 1.8 da sind, haben wir jetzt natürlich auch hier. Macht natürlich nichts. Nehmen wir alles trotzdem mit. Ich kann natürlich auch noch zeigen, wie man das so richtig benutzt und so. Und wir machen uns eine schöne Hütte, ne? Das wird ganz nett. Das wird ganz nett. So. Jetzt möchte ich aber erstmal hier... Oh, ist das dunkel. Ich hoffe, ihr könnt was auf YouTube erkennen. Muss ich mir Sorgen machen jetzt? Jetzt sich hier so anhört. Oder wir haben hier in der Nähe eine Höhle. Und Lava.
So ganz Lust habe ich aber auf die nicht, deshalb. Nee, du. Tut mir leid. Jetzt gehen wir erstmal wieder nach oben. Und machen uns einen Ofen. Klack, klack. Den machen wir aber mal hier in unser Industrieofen. Und dann brauchen wir auch noch Stöcker. Machen wir ganz einfach so. Den einen Stock können wir da auch nicht mehr benutzen. Der ist nämlich ganz irrelevant geworden jetzt. So, irrelevant. Ich höre mich an wie der Typ Arnold Schwarzenegger von Terminator. So, was wir uns jetzt noch machen könnten, ist ein Schwert aus Stein. Das wäre nämlich sehr schön. Und. Mehr nicht. Mehr nicht. Oder? Nee, mehr nicht. Achso, wir könnten natürlich auch. Ah, da. Ist blöd. Wir stehen so ein bisschen blöd da jetzt, so hier mit unserem Zeug, den wir haben hier. Ja. Wir haben aber ein Schwert, aber wir sollten das alte Schwert erstmal verbrauchen. Deshalb gehe ich nach oben, hole mir natürlich auch nochmal die Axt. Dann fällen wir weiter Bäume und es wird auch schon wieder Tag. Das heißt, let's fell Bäume. Der Let's Fell Simulator 2015 ist am Start und wir werden es sofort spielen. Nee, Spaß. So, wow. Was ist denn das für eine Mausbewegung jetzt? Meine Maus dreht manchmal so ein bisschen durch. Sie ist wahrscheinlich schon so ein bisschen durch. Da ich sie die ganze Zeit so quäle hier. Das ist unglaublich. So. Oh. Hallo Creeper. Das Exemplar, was da vorne ist, war ein Creeper. Ich muss mal leise sein. Das Exemplar ist ein Creeper. Und die können explodieren. Ich zeig das mal. Ah, nee, schade. Die explodieren, das werden wir aber auf jeden Fall nochmal im Laufe der nächsten Folgen sehen. Ja, kannst ja mal. Kannst du mal da bleiben? Man sieht, dass sie zischen, die Zombies, das heißt, sie sind im Wasser, sie können nicht verbrennen. Creeper können natürlich nicht verbrennen am Tag, die sind irgendwie ganz immun dagegen. Die haben das schon alles hinter sich und der zischt da schön herum. So, wir haben jetzt, oh, wir haben eine tolle Fläche für ein Haus, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal unser Haus an. Ich bin jetzt schon sehr begeistert. Einfach mal 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ich habe mir einfach mal überlegt, auf die Schnelle einfach mal so ein paar Stützen zu machen hier. Schönes Birkenholzgerüst kann ja mal auch nicht schaden. So. 1, 2, 3, 4, ja, sollten alle auch hoffentlich jetzt den gleichen Abstand haben. 2, 3, 4 und klack, klack, klack. Möchtest du was? Ah, danke schön. Oh, sehr nett. Damit können wir unsere Leben wieder ganz auffüllen. Fast ganz. Fast. Was? Jetzt habe ich irgendwie wild irgendwie. Irgendwie ist die Maus bei mir auch so ein bisschen seltsam. Die ruckelt irgendwie noch so ein bisschen rum. Ich habe, wie gesagt, Generierungsprobleme hier noch. So, das wird ein ganz schönes Haus. Ich müsste jetzt auch wieder runter mehr Holz holen. Hashtag mehr Holz. Holz, Holz. Aber hier, dann nehmen wir auch gleich die Planken mit. Die sind nämlich auch ganz wichtig für unser schönes Häuschen. Wenn wir dann das Haus irgendwann haben, dann sind wir auch richtig safe. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Na, 3. 3, 4. Ah, ich weiß nicht. Reicht es? Wir machen nochmal eine Reihe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Na, geht ja. Läuft. Alter. Wir müssen jetzt hier, ne? 1, 2, 3, 4, ja. So, irgendwie ruckelt es gerade ein bisschen. Ich weiß nicht warum, egal. Es ruckelt echt noch so ein bisschen. So, 1, 2, 3.
So, damit haben wir jetzt erstmal hier so ein komplettes Gerüst. Ich hoffe, da steht alles richtig. Wir sind natürlich ein kleines Haus. Ist aber klein, klein, aber fein. Ich würde sagen, wir füllen jetzt erstmal aus. Ich habe mir gedacht, jetzt so. So, so, so. Dass wir dann immer solche Zweierfenster haben. Außer hier in der Mitte ist die Tür. So, eine Doppeltür. Ein schöner Effekt kommt jetzt auch noch. Unsere Axt ist gleich weg. Unsere schöne Axt ist gleich weg. Sie liegt im Dreck. So. Auf jeden Fall starten wir schon mal hier richtig rein. Das wird ein schönes Haus, das kann ich mir vorstellen. So. So. So, 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 so. So, so. So, so. So, so ist auch schön. Und hier würde ich einfach mal sagen, wir machen hier natürlich andere Fenster. Oh Mann, ey, dieses Verbauen, ne? Das hat mir jetzt die Axt gekostet. Egal. Wir machen das einfach mal so. Wir haben jetzt hier solche schönen Fenster und jetzt machen wir hier dann auch wieder eine Doppeltür nach hinten. Ich darf mich nicht verbauen. Ich verbaue mich mal viel zu oft. Bäh. FPS-Einbruch. Und du darfst eigentlich auch nicht da sein. Das müssen wir jetzt mit der Hand abschlagen, aber egal. So. So, so. Dann machen wir einfach hier so ein paar längliche Fenster hin, einfach als Ausblick für den Garten, den wir dann da hinten anlegen werden. Hier kommen nochmal Fenster rein. Also eigentlich sind wir jetzt schon safe, ne? Ich muss sagen, wir haben schon mal einen sehr schönen Anfang gemacht. Und, ich werde jetzt auch erstmal die erste Aufnahmepause machen, nach dieser Folge, weil ich diese heute noch raushauen möchte und da muss ich die heute noch rendern, heute noch schneiden und heute hochladen. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hier bei der zweiten Folge wieder, wenn es heißt Minecraft. Bis dann. Ciao. Was? Was? Das war jetzt ein bisschen seltsam. Okay. Ciao.